Fortress ist eine der Karten, die ich als Original 8 bezeichne und stellt uns vor die Aufgabe, eine feindliche Siedlung samt Burg zu erobern. Die Idee ist wohl, dass man hier mal Katapulte einsetzen soll, aber die sind auch hier völlig überflüssig. Der Berg im Norden eurer Siedlung enthält etwas Kohle und Eisen sowie, aus welchem Grund auch immer, Schwefel. Im Süden eurer Halbinsel findet ihr ein etwas großzügigeres Gebirge, welches euch mit mehr als genug Eisen und Kohle versorgen wird. Gold dagegen ist auf dieser Karte ziemlich rar und nur im Süden der Karte zu finden. Daher ist es wichtig, dass ihr euch nicht den Weg in diesen Teil der Karte versperren lasst. Die größte Schwierigkeit in dieser Karte ist meiner Meinung nach der begrenzte Bauplatz, aber eine doppelte Schwerindustrie ist trotzdem drin. Eure Förster und Holzfäller sollten etwas weiter in Richtung westliche Küste platziert werden, um Platz zu sparen. Breitet euch während eures Aufbaus aggressiv in Richtung Osten und Südosten aus. Sobald ihr auf die feindliche Grenze stoßt, bereitet ihr eine Verteidigungslinie vor. Die KI baut gerne Türme direkt an der Grenze, die dazu genutzt werden können, feindliche Patrouillen abzufarmen. Aber selbst auf Normal wurde ich erst nach einer knappen Stunde angegriffen, daher ist die Karte eigentlich ziemlich stressfrei. Fortress ist eine Karte, der man ihr Alter anmerkt. Sie ist nicht schlecht, aber an ihr ist auch nichts wirklich besonders. Und genau das wollte ich ändern. In der Beschreibung findet ihr einen Download-Link für meinen Remaster. Ich empfehle euch, das Video hier zu pausieren, erst die Karte zu spielen und dann das Video fertig zu schauen. Ich habe bewusst dafür gesorgt, dass einige Geheimnisse nicht direkt vom Kartenmenü verraten werden. In 5 Sekunden werde ich euch mehr zum Remaster erzählen, wenn euch Spoiler egal sind. Zunächst wurden alle Schwefelvorkommen je nach Position durch Stein oder Gold ersetzt, im Falle dieses Berges im Süden der Karte durch eine große Goldader. Einige Bäume, die andere Vorkommen blockierten, aber nicht durch Holzfäller entfernt werden können, wurden ebenfalls gelöscht. Außerdem wurde das dunkle Land, welches sich aus irgendeinem Grund neben der feindlichen Burg befand, entfernt. Noch im Startgebiet findet ihr nun ein Steinvorkommen, welches für eine frühe Steinmine genutzt werden kann, und auch eure Gegner haben ein solches, da ihnen sonst manchmal die Steine ausgingen, bevor die wichtigsten Gebäude standen. Die feindliche Burg ist nun euer Primärziel. Sobald ihr sie erobert oder zerstört, habt ihr sofort gewonnen. Allerdings wird sie zunächst von einem Zauber geschützt, der ihre Tür unzerstörbar macht. Außerdem spawnen sie in regelmäßigen Abständen einige Truppen, die euch angreifen werden. Auf Normal erscheinen die ersten Truppen nach 50 Minuten als Level 2 und danach alle 30 Minuten als Level 3 Soldaten. Auf Leicht habt ihr 60 Minuten Zeit, hier kommen aber zunächst nur Level 1 Soldaten, die in den nächsten Angriffen zunächst auf Level 2 und dann auf Level 3 steigen. Im Süden der Karte findet ihr zwei versteckte Spieler. Der trojanische Priester ist mit euch verbündet. Wenn ihr ihn befreit, indem ihr die Türme der gelben Wachen zerstört oder erobert, wird nicht nur der Schutzzauber auf der Burg aufgehoben, sondern auch alle Truppen, die Burg danach spawnt, mithilfe des Friedenszaubers in Träger verwandelt. Dies eliminiert die Bedrohung durch die Burgspawns weitgehend, beachtet aber, dass dies immer noch kostenlose Level 1 Soldaten für euren Gegner sind, da Träger und Waffen übrig bleiben. Den Priester zu befreien ist jedoch nicht erforderlich. Katapulte stellen eine zweite Möglichkeit dar, um den Schutzzauber der Burg zu umgehen. Oder Saboteure, aber ich glaube, in diesem Fall sind Katapulte sinnvoller. Wie ihr es auch macht, sobald die Burg erobert oder zerstört wurde, gilt das Remaster als gewonnen.